Mehr als 11.000 an einem Tag. Immer mehr Menschen in Deutschland tragen das Coronavirus in sich. Die Positivtests, die sind sprunghaft nach oben gegangen. Das Robert-Koch-Institut registriert damit einen Höchststand seit Ausbruch der Pandemie. 11.287 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Rund 80.000 Menschen gelten als aktiv infiziert. Die Zahl der Toten ist um 30 auf 9.905 gestiegen. Der Reproduktionsfaktor liegt aktuell bei 1,09. Seit gestern hat Deutschland insgesamt den kritischen 7-Tage-Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Rhein, was die Zahlen angeht, ist damit ganz Deutschland Hotspot. So ist es natürlich, aber ist das Infektionsgeschehen regional äußerst unterschiedlich. Das Berchtesgadener Land war ja in den vergangenen Tagen Corona-Spitzenreiter. Jetzt allerdings gibt es einen neuen. 321 Neuinfektionen. Nirgendwo ist die 7-Tage-Inzidenz so hoch wie in Basweiler. Die 300.000 Einwohnerstadt nördlich von Aachen ist derzeit Deutschlands trauriger Spitzenreiter. Wie es so weit kommen konnte, unklar. Die Ursache wollen wir auch näher erfragen und sind wir in der Diskussion mit dem Gesundheitsamt der Städteregion. Tatsache ist, dass sich Personen nicht so verhalten haben, wie es unter den Corona-Bedingungen angebracht war. Insgesamt sind in Deutschland jetzt 133 Kreise und Städte Corona-Hotspots. Ganz Deutschland eigentlich Risikogebiet. Durchschnittlich steckten sich in den vergangenen 7 Tagen mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner an. Merkel warnte Ende September vor über 19.000 Neuinfektionen pro Tag zu Weihnachten. Bereits jetzt sind es 11.287, so viele wie nie zuvor. Auch wenn derzeit mehr getestet wird als noch im Frühjahr, dürfte dieser Wert die Sorge vor einem bundesweiten Lockdown weiter anheizen. Den will man eigentlich verhindern. Doch Ministerpräsident Söder prescht nun erneut vor, führt die Farbe dunkelrot auf der Corona-Ampel ein. Bei einer Inzidenz von über 100 soll es jetzt eine Sperrstunde ab 21 Uhr geben, zumindest in Bayern. Ein Vorbild für ganz Deutschland? Es wird Zeit für breite Maßnahmen, ganz offenbar. Wir müssen uns darauf einstellen, dass mehr Leute auf den Intensivstationen landen, die sehr schnell in Not geraten werden, weil es geht nicht nur um die freien Betten, es geht auch um das Personal und das ist jetzt schon knapp. Besonders kritisch, das Virus ist nun auch wieder dort, wo die Menschen sehr stark gefährdet sind, in Altenheimen. Gleich in mehreren Einrichtungen im Südwesten kam es zu Corona-Ausbrüchen. Hier in Laichingen bei Stuttgart starben bereits 6 Bewohner, 5 weitere sind in einem kritischen Zustand. Es gilt nun wieder ein Besuchsverbot.